zu lesen, ohne zu sprechen. Die Quellschriften zu lesen. Ich möchte nicht hinter deinem Verstand gehen, dir nachgehen oder hinter ihnen gehen. Ich will nur die spirituellen Quellen verwenden, um so viel wie möglich meinen Verstand, meine Empfindung mit den Worten Rabash und Baal Sulam füllen. Kein einziges Wort vom Freund hören. Wir müssen zuerst einmal vorrangig uns mit spirituellen Aspekten, Unterscheidungen füllen. Und dann werden wir sehen, was wir mit diesen anfangen können. Klar? Klar. Okay? Jetzt Bulgarien. Bulgarien hat heute noch keine Frage gestellt. Guten Morgen. Worum kann ich denn bitten und beten, wenn der Schöpfer sich so oder so um uns in allerbester Weise sorgt? Du möchtest für andere bitten. Du möchtest, dass der Schöpfer sich zu ihnen noch besser verhält, aufgrund deines Gebetes. Du bittest für alle. Das ist dein Gebet. Es gibt nichts anderes. Ansonsten wird das nicht erhört. Alles ist so angeordnet, dass außerdem er nichts anderes hört. Denn dein Gebet, deine Ausrichtung für alle anderen, führt zur Verbindung des Klis, so wie es in der Seele Adam Rishon zu Fall gewesen ist. Das ist nur aufgrund der Ausrichtungen der Gebete jedes Einzelnen für die anderen. Und das wird Aravut, gegenseitige Verantwortung, sprich Bürgschaft, genannt. Darf ich noch eine weitere Frage stellen? Wenn wir den Freunden sagen, kommt zum Unterricht, sagen sie, es gibt keinen Zwang in der Spiritualität. Was heißt das, dass es im Spirituellen keinen Zwang gibt? Und noch was für ein Zwang, was für eine Gewalt im Spirituellen es gibt? Wenn du in den Szene eintrittst, trittst du in eine Arbeit, Versklavung. Du bist der Sklave der Freunde. Du musst alles, was sie entscheiden, erfüllen. Und so jeder Einzelne in Bezug zu allen anderen. Stell dir vor, du trittst in die 10 Sphirot, in die 10 Gesetze, 10 Bedingungen, 10 Kräfte, welche auf dich wirken. Und all diese neuen Kräfte herrschen über dich und unterwerfen dich. Und du musst das heißt, dass du in ihnen angeglichen sein kannst, passend ist. Wie kann sein, dass das System existiert, wenn jeder Einzelne sagt, ich bin frei, ich kann machen, was ich möchte. Was heißt frei zu sein? Was habt ihr denn überhaupt? Spiritualität ist Verpflichtung. Das sind sehr strenge Regeln und Kräfte, welche auf die Menschen wirken. So wie oder Leben oder Tod. So ist das. Wir haben heute immer noch nicht, Bert hat noch keine Frage gestellt. Welche Gruppe? Latin, Ita, Chelyabinsk, Omsk, haben Sie eine Frage gestellt? Okay, sagen wir nicht. Bitte sehr, Chelyabinsk. Darf man Genuss vom Licht schöpfen, dass die Freunde den einander weitergeben vom Licht? Wir können uns von der Offenbarung des Schöpfers in der Gruppe aus dem Genuss ziehen, in den wirklich gemeinsamen Genuss daraus ziehen, wo sich jeder Einzelne in Bezug zu anderen annulliert und wir den Schöpfer in einem Kli, in Zimtzum und Massach und die Offenbarung des Schöpfers wahrnehmen und wir alle im gegenseitigen Einfluss aufeinander, zueinander, auf ihn Einfluss haben, das ist bereits die Bezeichnung von dem Empfang des Lichtes, des Gebens wegen. Okay, in Ordnung. Bitte, Gruppe Chavera. Guten Morgen, Rav. Wir haben wirklich einen guten Zehner. Wir haben bloß 2, 3 Freunde, die nicht teilnehmen. Es gibt einen Freund, der einmal täglich um 20 Uhr am Abend in den Zoom hineinkommt. Er kommt nicht zum Morgenunterricht. Bitte halte dich kurz. Was muss man da machen?
Was soll man tun? Du sagst, wir haben einen schönen, guten Zehner. Du sagst, schönen, guten Zehner. Das sind die ersten Worte von dir, oder? Was ist jetzt da so schlecht? Was soll man mit einem Freund machen, der einmal am Tag in Zoom hineinkommt? Das ist mir egal. Ich habe schon die schönen, guten Dinge über euch gehört. Okay, was willst du jetzt von mir? Ihr wisst nicht, wie ihr euren Zehner führen soll. Und euer Zehner ist schlecht. Definitiv. Und wenn aus 10 Freunden 2, 3 Leute so sich verhalten, da gibt es eigentlich keinen Zehner bei euch. Und ihr nennt euch noch Gruppe Chaver. Was für eine Chaver, was für eine Gruppe Freunde. Nennt ihr euch an, das nennt euch irgendwie, weiß nicht. Nehmt wild einen anderen Namen. Danke, Rav. Hoffen wir, dass ihr wirklich dankbar seid. Bitte. Moskau 6. Moskau 6. Habt ihr etwa keine Frage? Gut, tut mir leid, ich habe mich geirrt. Manchmal scheint mir, dass ihr eine Frage stellen möchtet. Okay, Latin 7. Waren heute dran? Ich kann mich nicht mehr erinnern. Bitte Latin 7. Gracias, Rab, buen día. Danke, Rab, guten Morgen. Also können wir sagen, dass im Endeffekt alle Freunde des Zehners in irgendeiner Etappe als Schatz arbeiten und dann fließt das Licht von jedem zum anderen? Ja, auf seine Weise natürlich. Wir müssen den Schatz, den Gabay, immer wechseln. Jene Menschen, die die Gruppe anführen und sie auch festhalten. Der Gabay sitzt hinten auf dem Boot, beim Motor. Und der Schatz steht vorne. Er sagt, wohin segeln wir? Und beide halten von hinten und von vorne das Schiff, das Boot fest. Es lohnt sich für uns, tagtäglich Gabay und Schatz zu wechseln, damit tagtäglich jeder Einzelne fühlt, dass er jetzt verpflichtet ist. Wir verstehen nicht, wie sehr man uns vom Himmel über diese Arbeit von uns abverlangen wird und fragen wird, ob wir diese Arbeit verrichtet haben. Aber wenn ich nicht die Aufgabe des Schatz habe, aber für die Freunde bete, realisiere ich dann praktisch die Aufgabe des Schatz, obwohl das nicht meine Aufgabe ist? Ganz egal. Wir alle müssen uns als Schatz und alle als Gabay fühlen. Aber einmal auf physische Weise, laut Kalender, bist du verantwortlich als Schatz oder Gabay. Das soll in der Gruppe so definiert werden und so organisiert sein. In Ordnung. Ich sehe so viele Fragen plötzlich da auftauchen. Was soll ich mit euch anfangen? Ich weiß nicht, wenn so viele Fragezeichen sind, haben wir bereits ein Problem. Lesen wir weiter, bis singen und lesen und gehen über zum dritten Teil des Unterrichts, okay? Gut. Inside there's a candle that glows, and there is no fire that burns like the light of his friends. And we must understand that our work to reveal what's for us can only be done when we join all our hearts into one. And inside there are sparks yearning to unite. All together we pray, make a request to the light. And inside there are sparks yearning to unite in this fire of love.
fire that burns like the light of his friends. And we must understand that our work to reveal what's for us can only be done when we join all our hearts into one. And inside there are sparks yearning to unite. All together we pray, make a request to the light. And inside there are sparks yearning to unite in this fire of love. And inside there are sparks yearning to unite. All together we pray, make a request to the light. And inside there are sparks yearning to unite in this fire of love. מבוסס על מאמרים מהספר כתבי בעל הסולם. את הספר ניתן להוריד באתר קבלה לעם, kab.co.il. אנחנו קוראים בכתבי בעל הסולם, עמוד 456. Lesen aus den Schriften von בעל הסולם, den Artikel Horn des Messias. זה לא מאמר. Das ist kein Artikel, das ist eine Art, das sind Notizen, die ich als Vorbereitung für einen Artikel gedacht waren. Bartlan wollte einen Artikel verfassen, aber bevor er einen Artikel verfasst hat, schrieb er so einige Notizen, einige so Anhaltspunkte, was er genau ausdrücken und klären möchte. Und das ist es, was wir heute hier haben. Zu unserem großen Bedauern hat er keinen ganzen Artikel geschrieben, aber zumindest das, nur die Vorbereitungen, diese Anhaltspunkte, Notizen zu einem Artikel. Auch trotzdem, diese Notizen, diese Anhaltspunkte können für uns auch, sind auch für uns sehr bedeutend und können uns viel erklären. Lass uns diesen Artikel durchlesen und schauen und sehen, wohin, was für eine Gedanken diesbezüglich sind. Bitte. Artikel Horn des Messias, Überschrift: Die Erlösung nur mit Hilfe der Kabbala. Wisse, dass es das ist, wenn es heißt, dass die Kinder Israels erst erlöst werden, nachdem die verborgene Weisheit in großem Ausmaß enthüllt wurde. So wie es im Zohar geschrieben steht, durch dieses Werk werden die Kinder Israels vom Exil erlöst. Diese Verbindung mittels dieses Schriftstücks, diese Texte, das Buch Zohar, werden Israel erlöst werden. Zu dieser Zeit gab es eine große Hoffnung auf Erlösung, weil die Schriften des Zohar zu der Zeit der Enthüllung von Bar Kochba begannen, von welchem Rabbi Akiva, Rashbis Lehrer, sagte, es soll ein Stern aus Jakob hervortreten. Nach der Zerstörung von Beitar war deshalb die Hoffnung besonders groß. Das bedeutet, sie haben etwas gehabt, worauf sie sich verlassen konnten, um Weste Kabbalah studieren zu können und diese im Buche Zohar zu enthüllen. Sie wollten das umsetzen, aber sahen trotzdem, dass die Menschheit, die Welt sich mehr in die Finsternis hin entwickelt und mehr die Dinge unter Verschluss kommen, und haben einfach das gemacht, was sie machen konnten,
Deshalb wurde der Zohar zwar geschrieben und gegenüber und dann verborgen. Überschrift: Die Niederschrift des Zohar und seine Verhüllung. Und deswegen erlaubte sich Rashbi, die verborgene Weisheit in seinen Büchern, dem Zohar und den Tikkunim freizugeben. Das heißt, er hat gemäß der Entwicklung der Menschheit gesehen, wie sehr die Menschheit nach der Zerstörung der Tempel des Volkes Israel im Land Israel, wo sie gänzlich aufgehört haben, die Weisheit zu studieren, diese Sache geht gänzlich verloren. Und um irgendeine Art Halt für die Zukunft zu geben, damit es etwas gibt für jene, die wirklich mit dem Schöpfer wieder in Berührung treten möchten, damit sie irgendwelche eine Quelle in der Hand haben. So hat er sich hat er erlaubt, das Buch Zohar niederzuschreiben. Jedoch tat er es mit großer Sorgfalt, weil er es nur Rabbi Abba erlaubte, der im Geheimen enthüllen konnte, sodass nur die Weisen der Kinder Israels verstehen würden, aber nicht die Weisen der Völker der Welt. Das ist einfach Menschen, welche die Torah oder andere Bücher studieren, welche verstehen möchten, was das Wesen der Wirklichkeit und ihre Lenken verstehen möchten, sondern jene Menschen, deren Herzen wirklich rein ist und danach streben. Sie sollen sich mit dem Buch Zohar beschäftigen und dann werden sie in der Lage sein, aus dem Buch heraus die Erkenntnis und das Verständnis über den Schöpfer erlangen. Aus Angst, damit die Sünder nicht wissen würden, wie sie ihren Meistern dienen. Als sie deshalb sahen, dass die Zeit für Israels Erlösung zu früh war, verbargen sie die Schriften, und das war zu der Zeit der Weisen, der Savoraim, welche viel über Themen aus dem Zohar schrieben. Ja, gut gesagt, sie haben die Wissenschaft, die Weisheit der Kabbalah, verborgen, verhüllt, unter Verschluss gehalten. Also das Buch Zohar selbst haben sie auch gänzlich unter Verschluss gehalten und verborgen. Die Überschrift: Die Enthüllung der Kabbalah ist Gottes Wille. Natürlich war es Gottes Wille, dass sie erscheinen würde. Deshalb gelangte der Zohar zur Witwe von Rabbi Moshe de Leon. Sie erbte das Manuskript von ihrem Ehemann und er erzählte ihr wahrscheinlich nichts von dem Enthüllungsverbot. Enthüllung, und sie bot es zufällig zum Verkauf an. Diese Geschichte kennen wir bereits in Zeiten von Rabbi Moshe de Leon. Es ist bereits im Mittelalter und bereits nicht mehr in Israel, sondern in Spanien. Dort wurde das Buch Zohar wiedergefunden von Moshe de Leon. Er hat es in den Händen gehabt, er hat das Buch studiert, und als er gestorben ist, hat seine Witwe, seine Frau, das Buch irgendeinem Verleger, also Buchverkäufer, verkauft, und somit offenbarte sich das Buch Zohar und keiner wusste darüber, und es war noch nicht die Zeit reif, dass es sich für dessen Offenbarung. Israels Leiden ergeben sich durch die Enthüllung der Kabbalah. In der Tat richtete es bis zu diesem Tag aus oben erwähnten Gründen viel Schaden im Hause Israels an. Die Offenbarung der Weisheit der Kabbalah führte zur Enthüllung verschiedener Wissenschaften, Philosophien, führte zu einem Sprung in der Philosophie, in den Wissenschaften, verschiedene Religionen, Glaubensrichtungen, Aberglauben. All das ist ein Ergebnis von der frühzeitigen Offenbarung des Zohars, und das führte zu großem Leid für Israel. Damit ist gemeint, dass der Kummer darin, dass es uns schwerfällt, zur Offenbarung des Schöpfers gelangen, auf direkte, geradlinige Weise, weil so viele bereits Vorurteile und verschiedene Theorien und falsche Denkweisen und Mustern bereits in der Welt existieren, welche es einem Menschen schwer machen, um das Buch Zohar zu öffnen und zu verstehen. Das verwirrt
den Menschen sehr. Wir wissen gar nicht, wie sehr unser Verstand bereits so viele Dinge aufgesaugt hat, welche die Weisheit der Kabbalah in der Welt durch ihre frühe Offenbarung quasi bereits in der Welt in uns allen eingerichtet wurde, wie diese Dinge bereits in der Welt befinden, die ganzen Dinge. Und den Geschöpfen bereits schwerfällt, damit sich damit zu beschäftigen. Weiter. Nutzen der Enthüllung der Kabbalah. Es gibt jedoch nichts Böses ohne Gutes. Und deshalb bewirkte diese Herrschaft, welche die Völker durch Diebstahl der Geheimnisse der Tora erlangten, einen großen Schub für die Entwicklung der Heiligkeit. Nach meiner Beurteilung befinden wir uns in einer Generation, welche genau an der Schwelle der Erlösung steht. Wenn wir nur wüssten, wie wir die verborgene Weisheit an die Massen verbreiten können. Trotzdem befinden wir uns in einem Zustand, an dem wir uns bereits, zu dem wir angelangt sind, wo wir bereits die Weisheit der Kabbalah offenbaren darf und es bereits erlaubt ist, diese auch zu bewerben, vielleicht nicht auf die richtige Weise, aber trotzdem befinden wir uns in einem Zustand, wo wir bereits vor der Weisheit der Kabbalah ist und es hängt nur von uns ab, wie wir sie richtig anwenden, verwenden, verstehen, erfassen und dies auch weitergeben und allen Mitteln einsetzen, um das zu verstehen, zu erfassen. Erster Nutzen. Dies ist aus dem einfachen Grund so, weil er schluckte die Reichen herunter und wird sie ausspeien. Dadurch wird für alle ersichtlich, was zwischen mir und meinem Schwiegervater ist. Der Unterschied zwischen der Essenz des Kerns und der höheren Klippa, aus welcher sich all die Weisen der Völker herausschilden, denn sicherlich werden all die Lager Israels, welche die Tora leugneten, zum Schöpfer und seiner Arbeit zurückkehren. Es gibt wirklich einen großen Verdienst auch darin, dass alle sich vom Schöpfer entfernt haben und dann wieder von weiter Ferne wieder zu ihm zurückkehren. Der zweite Nutzen. Es gibt dafür noch einen weiteren Grund. Wir haben nämlich akzeptiert, dass es eine Vorbedingung für die Erlösung gibt. Und zwar, dass alle Völker der Welt das Gesetz Israels anerkennen werden, wie es geschrieben steht, und das Land wird voll des Wissens sein. Wie in dem Beispiel des Auszugs aus Ägypten, wo es ebenfalls die Vorbedingungen gab, dass auch der Pharao Gott und seine Gesetze anerkennen sollte und ihnen erlauben würde, Ägypten zu verlassen. Ja, genau. Das bedeutet, das mittels der Offenbarung, der Weisheit der Kabbalah und des Buch Zoras anhand Moshe de Leon, darin sehen wir auch etwas Gutes. Es ist trotzdem alle Völker der Welt, in allen ihren Philosophien, Theologien, Weisheiten, Wissenschaften, dass sie trotzdem, auch wenn diese Dinge und den Zohar falsch verstanden haben, trotzdem diese Missverständnisse gaben trotzdem allen eine Vorbereitung, um den Zohar heutzutage auf richtige Weise verstehen zu können. Weiter. Überschrift: Erlösung durch die Enthüllung der Kabbalah gegenüber den Völkern der Welt. Deshalb steht geschrieben, dass jeder Einzelne aus den Völkern einen jüdischen Mann nehmen und ihn ins heilige Land führen wird. Und es reicht nicht aus, dass dieser selbst gehen kann. Man muss verstehen, wodurch die Völker der Welt zu so einer Kenntnis und so einem Willen gelangen sollen. Wisse, dass das durch die Verbreitung der wahren Weisheit geschieht, damit sie deutlich den wahren Gott und das wahre Gesetz sehen. Bedeutet, dass es trotzdem bereits in der ganzen Welt anhand der Religionen, Theologien, Glaubensrichtungen, spirituellen Methodiken etc., dass trotzdem die Menschen einen gewissen Bezug zur abstrakten Schöpfung haben, welche natürlich entfernt ist und vielleicht falsch ist, aber trotzdem, es gibt bereits einen Bezug. Man kann diesen Bezug nehmen und trotzdem und diesen korrigieren und mit diesem Bezug anhand dessen bereits sich hin zum Schöpfer entwickeln. Überschrift: Verbreitung der Weisheit der Kabbalah in der ganzen Welt. Und die Verbreitung der Weisheit unter den Massen wird Horn.
in Hebräisch Shofar genannt. Wie das Horn, dessen Ton eine große Distanz zurücklegt, wird sich das Echo der Weisheit über die ganze Welt verbreiten, sodass es sogar die Völker hören und erkennen werden, dass Israel die Weisheit Gottes innehat. Das heißt, wir müssen allen Völkern, allen Menschen der gesamten Welt verbreiten, dass es die Möglichkeit gibt, jene höhere Macht zu entdecken. Und anhand dessen werden wir in der Lage sein, unser weltliches Leben zu verändern und uns zum spirituellen, ewigen, schönen Leben hinentwickeln können. Und das liegt alles bereits in unseren Händen in der heutigen Zeit. Ja. Die Offenbarung der Kabbalah an alle Völker ist die Enthüllung von Eliyahu. Und diese Tätigkeit würde über Eliyahu, den Propheten, berichtet. Heilige Eliyahu, der Prophet, ist eine Kraft im Menschen, welche sich, so ein Gedanke, so ein Verlangen, welche sich in allen Menschen ausbreitet. Weil die Enthüllung der Geheimnisse der Tora immer die Enthüllung von Elia genannt wird. Wie es heißt, lass es ruhen, bis Elia kommt. Und auch der Tischbi wird die Fragen und Probleme beantworten. Aus diesem Grund sagten sie, dass drei Tage vor der Ankunft des Messias Elia auf den höchsten Hügeln steigen und das große Horn blasen wird. Das heißt, man muss zuerst einmal die Anziehung zum Schöpfer enthüllen, entdecken, welcher der Ruf Elias, als Ruf Elias genannt wird, welcher in jedem Menschen das Verlangen, den Wunsch, den Gedanken einflößt, den Schöpfer offenbar enthüllen zu wollen. Er zieht die ganze Menschheit zur Enthüllung des Schöpfers, der Empfindung im Herzen, dass es wichtig ist, wir können nicht mehr so weiter existieren und leben. Das wird alles die Offenbarung Elias bezeichnet. Dann haben wir bereits die Offenbarung der echten Weisheit. Lesen weiter. Die Offenbarung der Kabbalah an alle Völker ist eine Bedingung für die vollkommene Erlösung. Man muss diese Andeutung verstehen. Das Prinzip des Horns dient nur die Enthüllung der verborgenen Weisheit im großen Stil, welches eine nötige Vorbedingung ist, die vor der vollständigen Erlösung erreicht werden muss. Und die Bücher, welche durch mich in dieser Weisheit enthüllt wurden, werden es bezeugen. Themen großer Wichtigkeit wurden wie ein Kleidungsstück für alle sichtbar ausgebreitet. Das ist ein wirkliches Zeugnis dafür, dass wir bereits an der Schwelle der Erlösung stehen und die Stimme des großen Horns bereits hören, obgleich noch in großer Entfernung, weil es immer noch sehr leise klingt. Aber tatsächlich benötigt jede Größe vorher eine Kleinheit. Und es gibt keine große Stimme, wenn ihr nicht ein sanfter Ton vorausgeht, weil das der Weg des Horns ist, welches zunehmend lauter wird. Wer weiß besser als ich, dass ich es überhaupt nicht wert bin, überhaupt nicht würdig bin, auch nur ein Bote zu sein und ein Ort und ein Autor, um solche Geheimnisse zu enthüllen und noch weniger sie gründlich zu verstehen. Und warum hat der Schöpfer mir das angetan? Dies ist nur deshalb, weil die Generation es wert ist, weil es die letzte Generation ist, welche tatsächlich an der Schwelle der vollständigen Enthüllung steht. Aus diesem Grund lohnt es sich, auf die Stimme des Horns des Messias zu hören, welches alle Geheimnisse enthüllt, wie erklärt wurde. Deutet, all das ist für uns, damit wir unsere Rolle verwirklichen, uns verbinden und zur Erkenntnis des Schöpfers gelangen und diese Empfindung, diese Kenntnis in der ganzen Welt verbreiten. In Ordnung? Moskau, Gruppe Nummer 1. Rav, guten Morgen. Es steht geschrieben, als sich das Buch Zohar offenbart hat, so hat das Leiden im Volk Israel erweckt.
Ja, weil die Zeit noch nicht reif gewesen ist. Deshalb brachte das nur Probleme und Schwierigkeiten mit sich. Ja, aber trotzdem, der Schöpfer hat das doch gemacht. Was hat der Schöpfer das gemacht? Was ist der Schöpfer? Der Schöpfer ist das allgemeine Gesetz der gesamten Schöpfer. Ein Gesetz, wenn du Gesetze in der ganzen physischen Welt lernst, Es sind alles Teilgesetze des Schöpfers. Kannst du dich bei ihnen beschweren? Kannst du was anrichten, wenn du richtig bittest, dich auch richtig, kannst du mit deiner Bitte, in deinem Verlangen, dass du dich zur Stufe des Verlangens bringst, du kannst nur Verlangen wirken, Einfluss haben, aber einfach so. Wie beziehst du dich zum Schöpfer? Dass er sich so oder anders verhalten kann? Der Schöpfer ist ein globales, allgemeines Gesetz der integralen Realität. Wenn du die ganze Realität, die Wirklichkeit in dir nimmst und wie sie funktioniert, gemäß ihrem inneren System, Gesetz, das wird als Schöpfer bezeichnet. Und mehr als das wissen wir und kennen wir nicht. Und du darfst dich nicht zum Schöpfer so beziehen wie zu einem Menschen, dass ich ihm darum bitte und er wird das so machen. Wenn ich weiß, wie ich auf die Wirklichkeit auf richtige Weise Einfluss nehmen kann, sprich, damit es gemeint, sie zum Ziel vorwärts bringen kann, zu ihrem Ziel bringen kann und ich in der Lage bin und ich bin dazu fähig, so tue ich das. Im Großen und Ganzen muss jeder Einzelne seinen Platz finden und darauf schauen, wie er die ganze Wirklichkeit hin zum Ziel näher bringt. Das ist der Bezug zum Schöpfer, so zu denken wie du. So denk darüber nach, genau nach, was du sagst. In Ordnung. Petach Tikva 19, wer ist das dort? Guten Morgen, er sagt deshalb, ist jede Größe, benötigt jede Größe vorher eine Kleinheit. Das ist das Gegenteil eigentlich. Das Lamm schreibt genau das Gegenteil, sagt, das ist eine ausgezeichnete Generation. Eine ausgezeichnete Generation, welche würdig ist, würdig sein wird, sich dem Schöpfer zu entdecken, sich anzunähern. Das ist ja fantastisch, aber was ist das Besondere in unserer Generation, wenn es so eine Zerstörung gibt, wo niemand den anderen interessiert, sich für den anderen interessiert? Du hast so eine kaputte Sichtweise. Der Kritiker kritisiert gemäß seine eigenen Verdorbenheiten, Mängel. Rav, ich sitze und sehe, wie sich die Leute zueinander verhalten. Das ist die beste Form, die beste Voraussetzung, den Schöpfer zu enthüllen, in die Vorstellung des Lichtes über den Finsternis. Durch den Dreck der Leute. Die Dreck der Leute, das ist das, was der Schöpfer offenbart in ihnen, den zerbrochenen Willen, welches er geschaffen hat. Aber wie kann man das korrigieren? Jede negative Sache. It's something bad to say about its origin, its source. Man muss sich erkennen, dass er der Zohar. If you will correct yourself, Amen. You'll see reality perfect. German 1, נגמור בזה. German 1, we'll conclude with that. What implies the complete redemption? How will this look like? איך תראה הגאולה השלומה? שכולם מתחברים יחד ומגלים את הבורא בפועל בקשר ביניהם. And discover the creator between them in practice in the connection between them. זה הכל. That's it. ונשתדל לעשות את זה היום במשך היום. Let's try to do it info. Throughout the day today. Info. If you announcements would like to notify that we already are now, in these very moments, everyone will get a survey that we ask you all to fill it out at the end of the lesson. You can do it also as a TENS action. There are a few options, and you can answer one or more options for a 30-minute session together with Rav, like we heard in the lesson. In addition to that, we'll also send it to everyone the booklet that our friends made, so thank you to our wonderful team that worked on it, Rui Yakoka for collecting the materials and preparation of the e-book.
And now we'll move on to the schedule. So today at 6 p.m. we're meeting for a live lesson with Kabbalah and Baruch instructors. And it's possible that the schedule is not final because if we get enough responses for the survey, we might already go live with Rav and then we will update you all. So that's it. Let's conclude with a song. Step into the light, because together